Also jemand sagt, dass er Muslim ist, er betet aber nicht, stirbt. Darf man für ihn Janaza beten? Ja klar, weil er Muslim ist. Wenn wir davon ausgehen, dass jemand, der das Gebet aus Faulheit unterlässt, ein Muslim ist, dann beten wir für ihn Janaza. Verstanden? Aber wenn wir davon ausgehen, dass jemand, der das Gebet unterlässt, weil er es ablehnt, also weil er das Gebet ablehnt und sagt, ich brauche das Gebet nicht, dann sehen wir ihn nicht als Muslim. Verstanden? Deswegen der Ijma' aller Gelehrten, der Konsens aller Gelehrten ist, dass wenn jemand nicht betet und das Gebet ablehnt, ein Kafir ist, bei allen Gelehrten. Wo fängt der Meinungsunterschied an? Bei dem, der es aus Faulheit unterlässt. Er sagt, ich bin Muslim, möge Allah mich recht leiten, ich bin faul. Bei dem gibt es den Meinungsunterschied. Nicht bei dem, der sagt, ich brauche das Gebet nicht mehr. Der das Gebet ablehnt. Daher sagen alle Gelehrte, dass er kein Muslim mehr ist. Auch wenn er behauptet, ein Muslim zu sein. Dann ist er kein Muslim. Wallahu a'lam. Ya dakir al-ashab, kum mutaddiban.